Hallo und herzlich willkommen zurück zu Suikoden 5. So, wir gucken mal in den Spiegel. Wohin soll es denn gehen? Okay, wir können nicht direkt zu den Ruinen, so wie es aussieht, deswegen gehen wir nach Yashoma. Das war der kürzeste Weg zu den Ruinen. Sehr gut. Okay, auf zu den Ruinen. Oh, ein Knäuel. Haben wir den auch mal besiegt? Ach, komm. Toll, von hier aus kann man alles sehen. Da drüben ist Raflid und das ist die Festung Hatred. Ich hoffe, das Signal kommt bald. My kid sister's getting married next month. Wonder if they'll let us go home before then. Pay attention, will ya? What if they attack again? Keep your mind on the watch. What are you getting all worked up about? And what about you? Your family can't plant the crops all by themselves, can they? You know they need you. But putting down the rebel army and protecting the country is more important than family matters. You idiot! Who cares about the country if you have to sacrifice your own family? Things were better when Queen Arstadt was alive. Yeah, that's for sure. She never would have forced us to be soldiers. All right, that's enough, you guys. Hey! What the hell is that? Hey! They're not stopping! Are they gonna ram us? Pop! We're close enough, don't you think? Calm down! We still got time to get closer! Archers! Rune soldiers! Quickly! Sink that ship! It's no use! It's coming too fast! We'll never make it! Pop! Okay! This'll do! Oh no! Here it comes! Oh.
The platform's on fire! Damn it! That ship was loaded with oil! Whoa! Look at that! Get a load of that! Burn it up a storm! Look, Professor! Your trick worked perfectly! Those barrels went flying just as you planned. Of course it worked, Sorensen. You can't let little tricks like that impress you. You're supposed to be my apprentice. Right. You got it, Professor. Wasser, bringt Wasser her. Schnell. Als wäre da nicht genug Wasser außenrum. Das Feuer ist zu stark. Wir kommen nicht dran. Hey, seht euch das an. Wer ruft? Verdammt, Männer, und ihr nennt euch Soldaten der Armee der Königin zurück auf euren Posten? Halt's Maul, ich will hier nicht sterben. Aus dem Weg! Okay. Ich hab auch ab. Tschüss. Lucrezia, ein genialer Plan, wie immer. Die feindlichen Soldaten sind panisch auf der Flucht. Toll, es hat funktioniert. Was hätten wir bloß getan, wenn das erste Schiff sie nicht in Angst versetzt hätte? Auf den anderen war kein Öl. Nicht. Wir wollten den Fluss nicht verschmutzen. Da haben wir Fischöl verwendet. Das reichte nur für ein Schiff. Die meisten Soldaten waren unerfahren, deshalb war ein Schiff wohl mehr als genug, um sie in Panik zu versetzen. Und Locke hat das Schiff auf wirklich spektakuläre Weise versenkt. Trotzdem, es war ganz schön knapp. Ich muss ihn mir später mal vorknöpfen. Zu guter Letzt hat er es doch geschafft. Er mag ein Dummkopf sein, aber ein Dummkopf mit Courage. Wir sollten wieder flussaufwärts fahren. Wenn wir zu lange warten, werden wir mit der Festung Patriot fortgespült. My Lady, wie wollt ihr seiner Hoheit das Signal geben? Ich habe da ein Manöver im Kopf, dessen Botschaft eindeutig sein wird. Toll, das war unglaublich. Das Schiff ist ab und zonk. Und das Feuer, wusch. Mann, ich wünschte, wir hätten das aus der Nähe sehen können. Hey, Rafli zieht sich zurück. Dann wird es auch für uns Zeit. Hä? Und was ist mit dem Signal? Rafli bewegt sich weg, um nicht in die Flutwelle zu geraten, wenn das Schleusentor geöffnet wird. Oh, ich verstehe. Das ist das Signal. Prinz, los geht's. Lorelei? Wie, du bist noch da? Ich freue mich auch, euch zu sehen. Hast du denn gefunden, wonach du gesucht hast? Nein, ich konnte mich kaum umsehen. Oh, eure Rune, Prinz. Kommt man in diesen Ruinen fast nirgendwo... Ohne eure Rune, Prinz, kommt man in diesen Ruinen fast nirgendwo hin. Also hast du hier gewartet und geplant, dich uns bei unserer Rückkehr ganz schamlos anzuschließen. Und was wäre, wenn? Es ist ja nicht so, dass ihr euch Sorgen um mich gemacht zu haben scheint, oder? Wir haben uns Sorgen gemacht. Wirklich seltsame Sachen. Aber egal, es tut mir leid. Okay, ist der Gruppe beigetreten. Na super. Ich tausche mal aus. Und Silets machen wir dann hier mal mit rein. Ist vielleicht nicht die klugste Entscheidung, aber egal. Ich war eigentlich der Meinung, Lorelei folgt uns eh schon die ganze Zeit, aber na gut.
Jetzt ist es also soweit, oder? Genau. Seid ihr bereit, Prinz? Dann fangen wir an. Benutzt die Morgenrotrune. Away too. Hey, do you think the prince attacked us on purpose to get us out of the way? Great, it's working. If it slows down the water this much, everything should be fine. Water. Boy was just a little spoiled brat. But I guess he did all right in the end. Yes! Oh, yeah! All right! We did it! We did it! Prince! What the hell is that? Hmm? Now I see. Saris Lake was created to hide that. Oh, come on, let's go check it out. What do you say? Yes, we must. Okay. Da haben wir wohl unser neues Hauptquartier aufgedeckt. Sehr schön. Boah, ist das groß. Schon die Ruinen des Schleusentors waren eine gewaltige Entdeckung. Aber damit könnte ich mich selbst noch übertroffen haben. Ich glaube, allmählich Ruinen der Sinder findet man am besten, wenn man mit euch unterwegs ist. Hey, schauen wir nach, was es drinnen gibt. Wahnsinn, das ist unglaublich. Sind das auch Ruinen der Sinder? Klar, daran gibt es keinen Zweifel. Aber das ist alles so sauber. Es sieht so aus, als wäre es erst gestern gebaut worden. In der Tat. Die Frage ist also, woraus bestehen diese Ruinen eigentlich? Sie sind schon so lange unter Wasser und sollten eigentlich mit Algen und Schlick bedeckt sein. Aber schaut euch das an. Alles ist so sauber, als wäre es erst gestern poliert worden. Unglaublich. Ein weiterer Beweis, dass die Sinder über Technologie verfügten,
von der wir heute nur träumen können. Ich hab's. Prinz, warum machen wir das hier nicht zu unserem Hauptquartier? Wie? Hauptquartier? Sag ich doch. Warum sitzt ihr so im Dunkeln? The scholars seem fairly upset with themselves. Apparently, they had no idea there were ruins there. I feel the same way they do. Lucretia probably already knew 2 years ago. And the fact that she had not informed me about it implies she considered me an enemy even back then. I'd like to have the ruins investigated. But it'd be difficult now that they've made it their base. You can commence with the investigation after we suppress the rebellion. That is, unless we stay one step behind them like we have been. You know, I've been reflecting on our recent course of action. It's just like you said before, Father. I suppose I did plant seeds to make the prince into what he is today. You seem to be enjoying it, though. Do I? We must not lose sight of our goals. The only things that can guarantee Falena centuries of prosperity are unrivaled strength and absolute order. The future of Falena depends on our success. Yes, of course. Zack. Alenia, danke, dass ihr gekommen seid. Es tut mir wirklich leid, dass ich die Ritter der Königin mit solcher Banalitäten belästigen muss. Ihr braucht euch, um uns keine Gedanken zu machen. Unsere Treue ist euch sicher, Gisel. Schließlich werdet ihr der nächste Kommandant der Ritter der Königin sein. Wir werden alle Befehle gehorsam befolgen, Sir. Du schmeichelst mir, aber ich werde dich jetzt beim Wort nehmen. Also, der Aufstand wird immer dreister und weitet sich in den Regionen im mittleren Süden von Falena aus. Zahak, ich möchte, dass du dem ein Ende setzt. Jawohl, Sir. Nicht mal die Hälfte der Soldaten, die aus der Festung Hatred geflüchtet sind, haben den Dienst wieder aufgenommen. Scheu keine Mühe, Deserteure zu bestrafen und neue Truppen zu rekrutieren. Ich werde mich darum kümmern, Sir. Gut, nun zu dir, Alena. Ja, Sir? Ich möchte, dass du zum Palast des Westens gehst. Zum Palast des Westens? Genau, mit ihr. Ah, Jean, habe ich ja total vergessen. Die ist auch noch im Boot hier. Für ein großartiges Schloss, sauber, geräumig und stark wie ein Fels, schwer einzunehmen und leicht zu verteidigen. Der Wasserfall lässt meine Ohren ein wenig klingeln, das ist aber auch der einzige Nachteil. Ja, mich beruhigt der Wasserfall. Aber du hast recht, es ist das perfekte Schloss und kommt wie gerufen. Wir hätten wirklich nicht noch mehr Leute in Raflid unterbringen können. Stimmt, aber sollen wir diese wertvollen Ruinen wirklich für uns nutzen? Ein bisschen spät für Zweifel. Was und überhaupt stammt diese verrückte Idee nicht von dir? Zweig und Lorelei waren total sauer, als ich es vorschlug. Nicht, dass sie jetzt glücklich darüber wären. Mach dir keine Sorgen, diese Ruinen gehören ihnen nicht. Das ist jetzt das Schloss des Prinzen. Außerdem wären diese Ruinen niemals entdeckt worden, wenn er nicht gewesen wäre. Da hast du allerdings recht.
Und wenn wir schon über diese Ruinen sprechen, Prinz, wie wäre es mit einem Namen für das Schloss? Wir können es nicht länger die Ruinen nennen. Großartige Idee. Und da es sich um Ruinen der Sinder handelt, wie wäre es mit Schloss Sinder? Ich finde Schloss Irokesenkopf What? Wie wäre es mit Schloss Frühlingslust auf blau schimmerndem Wasser? Gesagt, nein, abgesagt. Selbstverständlich. Was stört dich an ihrem Namen? Ich fand ihn ganz nett. Ihr könnt doch nicht das Schloss des Prinzen so nennen. Außerdem ist der Name viel zu lang. Da gibt es nur eins. Der Prinz muss selbst entscheiden. Wie möchtet ihr das Schloss nennen? Ich bin mal ganz einfallslos. Ich fand Seiwitz' Idee eigentlich nicht schlecht. Ja, das ist ein guter Name. Wie immer hat der Prinz die Situation im Griff. Natürlich. Wirklich, mir hat das Schloss Sinder gefallen. Du Trottel, das ist doch genau das. Wie gesagt, du bist manchmal ein kleiner Tyrann, weißt du das? Was ist das für ein Unsinn? Ihr kommt gerade richtig. Wir haben soeben über den Namen des Schlosses entschieden. Wir nennen es Schloss Frühlingslust. What? Ja, sicher. Nur über meine Leiche. Hey, Leute. Wir haben wirklich keine Zeit für diesen Blödsinn. Kommt, Prinz. Genug der Banalitäten. Hast du etwas gefunden, Zweig? Ja, einen Raum. Und ich brauche den Prinzen bei der weiteren Inspektion. Das ist ein Stock höher. Ich denke, ich gehe mit. Ich bin auch dabei. Okay, können wir hier noch was machen? Also hier werden jetzt wohl keine Kämpfe mehr kommen, oder? Prinz, lass uns zu dem von Zweig entdeckten Raum gehen. Naja, ich wollte eigentlich mit Ratscha bleiben. Eine Festung wie diese kann einem das Gefühl von Unverwundbarkeit geben. Verliert nicht den Kopf. Schloss Sinder Castle. Tja, immer noch besser als Schloss Irokesenkopf. Oh, come on. Hallo, ich will mit Lucretia quatschen. Hätten wir uns doch nur für Schloss Frühlingslust auf blau schimmerndem Wasser entschieden. Nee. So, wir müssen also nach oben, ja? Ich gehe erstmal raus. Wir müssen uns hier eh mega umgucken, ne? Damit wir wissen, wo was ist. Nach einem Umzug wie diesem hätte ich Lust auf eine Einweihungsparty. Denkst du denn, bitteschön? Oh, das ist mein Zimmer. Okay. Ja gut, ich denke, Kisten werden jetzt hier nicht rumstehen. Aber gut zu wissen, dass hier ein Speicherpunkt ist. Glaubt ihr, dass es klug ist, ein Schloss auf den Ruinen einer unbekannten Zivilisation aufzubauen? Was ist, wenn sich dort drin Monster versteckt halten? Pins nicht rum. Okay, hier ist eine Reihe.
Sorensen. Als das Gerät in dem Schleusentorruin aktiviert wurde, lief das Wasser aus dem See von Ceres ab, richtig? Ich frage mich, wie das funktioniert hat. Es hatte ein Getriebe, nicht wahr? Seilitzraum, okay. Wo ist denn eigentlich Schosch? Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen, den Schoschi. Wirkt ihr wirklich wie ein richtiger Prinz. Mal vorher nicht, nicht, dass das vorher nicht der Fall war. Du hast meine Gedanken gelesen. Dieses Schloss ist fantastisch, Prinz. Das Anwesen der Barrows verblasst daneben. Dieser Ort kann man mit Worten nicht beschreiben. Ja, das ist wohl wahr. Eingang Seeruinen. Prinz, lass uns von Zweig entdeckten Raum gehen. Ja. Ich wollte mich hier umschauen. Na, oh, hier steht Josephine. Sie sieht wie eine ordinäre Burg aus, aber wenn man genauer hinschaut, fällt die raffinierte Konstruktion auf. Ich muss sagen, ich kann mich regelrecht für sie begeistern. Das freut mich. Okay, Egbert. Für wahr ein stattliches Schloss, Eure Hoheit. Umgeben von all diesen elegant gebauten Steinwällen fühle ich mich fast wie zu Hause. Vielleicht liegt es daran, dass ich all die Jahre unterhalb von Stormfist gelebt habe. Vielleicht. Norden? Danke, Eure Hoheit. Jetzt, da ist Lord Lake. Okay. Gästezimmer? Runter? Doch. Okay, ich glaube, hier geht's noch weiter runter. Okay, hier geht's nicht hoch. Okay, das müssen wir uns auch merken. Ah, da wollte ich doch gar nicht rein. Ich frag mich, warum hier ein Ladebildschirm kommt. Na gut. Ist ein bisschen anders aufgebaut. Du bist nur stinknormaler Typ, oder? Cooler Teenie. Ich stamme zwar aus Rainwall, aber ich habe Lord Barrows so satt, dass ich diese blöde Stadt verlassen habe. Wenn ihr meine Hilfe braucht, sagt einfach Bescheid und habt bitte ein Auge auf Luzerina. Natürlich. Können wir hier einmal außen rum? Ja, okay. Gut, dann haben wir hier draußen erstmal alles erkundet. Gehen wir mal hier lang. Ach, warte mal. Da stand gerade George Zimmer. Aber der ist aber gar nicht dabei. Der ist doch unterwegs. Ach, hier geht's auch nochmal raus rein. Ach so. Okay, wir müssen eigentlich nach oben. Deswegen gehen wir erst nach unten. Wenn das geht. Das ist ja Luzerina, okay. Bei ihr können wir die Truppe ändern. So, das Leid von Lord Lake wurde endlich gelindert. Ich kann nur hoffen, dass ich die Untaten meiner Familie ein klein wenig gut gemacht habe. Natürlich. Hier sind Läden anscheinend, ne? Oh, Lager. Sehr gut. Was macht denn der Technikring? Plus 10.
hier ist Shinro. Okay, der hat schon seinen Laden. Warte nur ab, Prinz. Ich werde dies zum besten Itemladen in ganz Verlina machen. Diesen großen Abakus hat mir mein Großvater gegeben. Das ist kein Schild. Und da steht der Großvater. Ja. Hallo, Prinz. Da habt ihr euch aber ein beeindruckendes Schloss ausgesucht. Und mit all euren neuen Verbünden braucht ihr nur noch sicherlich Unmengen an Vorräten, stimmt's? Mein Enkel Shinro hat auch ein Geschäft eröffnet. Es wird schwer, mit ihm mitzuhalten. Hohoho. Okay. Gut, hier unten sind also die Läden. Oh, Vicky. Vicky Schnicki. Mir kommt hier alles so vertraut vor. Wie, du warst hier schon mal? Warte. Ist es vielleicht dieselbe Burg wie aus dem zweiten Teil? Oder aus dem ersten Teil? Da weiß ich nämlich aber auch das Headquarter, eine Burg. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Sei es drum, der Ort ist fantastisch, perfekt geeignet für ein Schloss. Oh, das erinnert mich an etwas. Ich wollte euch etwas geben. Wir kriegen den Spiegel. Ah, ja, wunderbar. Ich liebe dich, Vicky. Ihr könnt ihn verwenden, um in Sekundenschnelle wieder zurückzukommen. Und zwar unabhängig davon, wo ihr seid. Muah. Dicker Kuss geht raus. Danke, Vicky. Wenn ihr zu weit weg seid, wird es nicht funktionieren. Aber innerhalb von Verlina sollte es kein Problem geben. Ach ja, es gibt nur ein Exemplar davon. Also bitte seid vorsichtig. Das ist ja fantastisch. Dankeschön. Okay, hier ist nichts mehr. Aber wir können hier noch raus. Hier war noch was. Nee? Okay, geht nicht. Okay. Ja, cool. Jetzt haben wir endlich den Spiegel. Jetzt können wir nicht nur dorthin reisen, sondern auch zurückreisen. Das ist fantastisch. Das ist wirklich super. Das spart uns einige Laufschritte und Stunden, Minuten, was auch immer. Das finde ich super. Okay, wir sind von hier gekommen. Dann gehen wir jetzt erstmal noch auf die andere Seite raus. Ach, da war ja gar nichts. Okay. Ich dachte, da war noch eine Tür. Dann können wir schon nach oben. Zusammenbruch der Festung Hass, die Rückkehr des Fluches nach Lord Lake und nun die Entdeckung dieses Schlosses. Es wird eine Menge Arbeit sein, die Karten zu bearbeiten, aber ich bin der Aufgabe gewachsen. Das ist gut. Die Akustik hier ist einfach großartig. Ich muss ihr unbedingt ein Konzert geben. Aber zuerst muss ich noch mehr Doremi-Elfen auftreiben. Naja, die finden wir schon noch. Okay, hier geht nichts, also kann es ja nur der Raum sein. Also der Raum. Was ist daran so besonders? Schaut genau hin. Die Morgenrotrune. Hier gibt es also auch eine? Was geht da vor sich? Prinz, eure Rune. Geht hier vor. Was war das? Hast du das auch gesehen? Ja. Was zum Teufel war das? Ich weiß nicht, vielleicht etwas, was die Sinder zurückgelassen haben. Hat uns die Morgenrotrune eine Vision gezeigt? Es sah aus wie das Licht der Sonnenrune. Kann das sein? Das ähnelt der Beschreibung in einem alten Buch. Vor langer, langer Zeit, noch vor der Ankunft der Sinder,
hatte eine mächtige Dynastie die Macht in diesem Land. Unter dem Segen der Sonnenrune erblühte diese Dynastie wie keine andere. Noch eines Tages wurde der König verrückt. Daraufhin begann die Sonnenrune alles auf ihren Weg zu zerstören. Die Nation wurde ausgelöscht. Ausgelöscht, du meinst? Genau wie in der Vision, die wir gerade sahen. Ihr versteht gar nichts und trotzdem seid ihr immer mittendrin. Ah. Oh, nicht du schon wieder. Wer ist diese Frau in Schwarz? Ich weiß es nicht, aber sie mischt sich immer ein, wenn es um Runen geht. Ich geb's nur ungern zu, aber die Morgenrotrune hat euch nicht nur aus einer Laune heraus auserwählt. Ich werde hier bleiben und die Situation genauer beobachten. Ihr habt bestimmt nichts dagegen. Doch, ich hab was dagegen. Wer bist du eigentlich und woher kommst du? Hör endlich auf, in Rätseln zu sprechen und du verrückte Druidin. Zerase. Zerase? Was ist eine Zerase? Ich heiße Zerase. Mehr werde ich nicht verraten. Aber was bist du? Und ihr zwei da drüben, hört gut zu. Ich habe mit Cinder nichts zu tun. Und ich werde nicht über diese Ruinen sagen und über das, was ihr hier heute gesehen habt. Hörst du das, Lorelei? Ja, ich bin nicht gerade glücklich darüber. Nein, ich lasse nicht zu, dass du den Prinzen so nahe kommst. Du hast gedroht, ihn zu töten, erinnerst du dich? Als Leibwächterin ist es meine Pflicht, seine Hoheit zu schützen. Kein Schritt näher. Wenn ich gewollt hätte, wäre er schon längst tot. Und du auch, meine Liebe. Sein Tod war nicht gewünscht. Im Gegenteil. Ich denke, dass ich euch sogar helfen kann. Okay, dann danke. Herr Prinz, diese Frau ist verrückt. Wie könnt ihr nur so vertrauenswürdig sein? Ruhe. Dieser junge Mann scheint immerhin ein bisschen Krebs zu haben, was man von einigen von euch nicht behaupten kann. Du kannst wohl über niemanden etwas Nettes sagen, hä? Ich schätze, du wirst uns irgendwann sagen, was du weißt. Stimmt's? Ich werde euch nur das Nötigste und nur zum richtigen Zeitpunkt sagen. Okay. Zerase. Okay, okay. Und können wir sie auch in die Party aufnehmen? Oder ist sie nur ein Charakter, der denn dagegen drum steht? Na, das klingt nicht so, als ob jetzt der richtige Zeitpunkt wäre. Ich werde mir diesen Raum ein wenig genauer anschauen, wenn du nichts dagegen hast. Darf ich mich dir anschließen? Okay. Zerase ist jetzt aber hier nicht dabei, ne? Und wir gehen jetzt zurück zu Lucretia. Wahrscheinlich, denke ich mir mal. Zerase? Also wirklich, Prinz. Ihr scheint die merkwürdigsten Leute anzuziehen. Jemand wie ich, der sich auf seinen gesunden Menschenverstand verlässt, fühlt sich in dieser Gruppe etwas deplatziert. Ihr habt ein weiteres Geheimnis entdeckt, hä? In dieser Sache solltet ihr lieber den Gelehrten fragen. Ich habe auch so schon genug zu tun. Ruinen, die auf die Morgenrotrune reagieren. Tut mir leid, aber ich bin zu einfach gestrickt, um das zu verstehen. Das ist mir ja total peinlich. Okay. Ich dachte eigentlich... Tja. Okay, aber eigentlich wollte ich noch die Party ein bisschen ändern. Ich gehe mal noch mal kurz runter zu Lucerina. Wir sollen mal noch ein bisschen meine Party abändern. Können wir jetzt hier rein? Nee.
Okay, hier gibt's auf jeden Fall noch jede Menge zu entdecken. Also ich vermute, dass wir jetzt ungefähr bei der Hälfte vom Spiel sind. Das ist meine Vermutung. Hey, Lucerina, wie wär's, wenn du unsere Gruppe neu gestaltest? Ja, okay, also mal gucken. Wen habe ich denn? Leon und Silas und ich will diese Zerase auf jeden Fall. Ja. Ihr wünscht meine Anwesenheit, Prinz? Ja, warum nicht? Und Vicky will ich auch. Vicky, Vicky. Hey, Vicky, hey. Was? Ja, natürlich. Okay, Gefolge nehmen wir natürlich Egbert, den Potschsucher. Und wir nehmen Takamu, den... Wen haben wir denn noch? Ach, den alten können wir mit dem Shinro eintauschen. Okay, aber sonst ist niemand mehr dabei, ne? Soll ich hier noch jemand mitnehmen? Aber hier Lelei und Sayos möchte ich eigentlich immer nur in der Gruppe haben. Genauso wie die anderen beiden. Die Family. Genau, die möchte ich eigentlich auch zusammen haben. Sörensen könnte man noch mitnehmen. Lorelei. Zweig. Wo ist Sörensen? Hier. Ich glaube, ich nehme Lorelei mit. Nun, ich bin zwar beschäftigt, aber gut, warum nicht? Nee, du bist überhaupt nicht beschäftigt. Nee, ich wollte sie aber eigentlich... Ich wollte sie hier oben haben. Ach, okay, können wir sie nicht in die Gruppe aufnehmen? Hier komplett? Ja, komisch. Geht es ja über ein Ding. Wenn wir das im Menü machen. Okay. Wie komme ich denn an diesen Spiegel? Wichtig. Da steht er an erster Stelle. Sehr gut. Okay, wir könnten mit dem Spiegel jetzt teleportieren, aber ich glaube, ich gehe erstmal Richtung Ausgang vom Schloss. Ja, das war die richtige Entscheidung. Hey, Prinz. Wir gehen jetzt zurück nach Lord Lake. Gösch ist schon aufgebrochen, aber wir haben auf dich gewartet. Komm mit uns, ja? Willst du nicht das neue, schöne Lord Lake sehen? Los, gehen wir. Okay. Hauen wir die beiden hier rein. Okay, also wir müssen nach Lord Lake, ja? Kommen wir jetzt hier einfach raus, oder? Ausgang Schloss Cinder Castle. Okay. Gucken wir einfach mal. Ah ja. Okay. Wir gehen auch in den Spiegel hin. Ich glaube, ich werde auch erstmal noch ein paar andere Orte aufsuchen, bevor wir da weitermachen mit der Story. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten noch mal zurück zum Zwergencamp. Und wo war denn jetzt hier der Eingang? Zegai. Ich will unbedingt Zegai haben. Aber alles, was ich tue, er erscheint einfach nicht. Deswegen, ich bin mir einfach nicht sicher,
ob ich nicht irgendwas falsch gemacht habe. Und er erscheint vielleicht gar nicht mehr. Das wäre echt ärgerlich. Das ist seltsam. Es kommt mir vor, als wäre ich schon mal hier gewesen. Ja, Lady, ich möchte den Spiegel benutzen. Ach so, vielleicht darf sie nicht in meiner Gruppe sein. Oh, das wäre aber ärgerlich. Oder können wir den Spiegel auch so benutzen? Nee, geht nicht. Es ist ja nur, dass wir zurückkommen. Okay, jetzt mache ich sie mal aus der Gruppe. Ach, das stinkt mir jetzt aber. Okay, dann mache ich mal Ruhen einfach. In die Group. Okay, mal gucken, wie das Spiegel funktioniert. Nee, er funktioniert nicht. Warum funktioniert dieser Spiegel nicht? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hinlatschen. Vielleicht kommen wir auch mit dem Schiff hin. Ja, probieren wir es mit dem Schiff. Ach, nein, nicht nach unten. Damn you. Nicht da rein. Oh, come on. Mal gucken, ob wir mit dem Schiff nach Lord Lake kommen. Oh, Lord Lake. Seitdem vom See von Ceras ein Fluss dorthin fließt, kommt man nicht mehr zu Fuß dorthin. Ah, aber die Biber haben einen Damm gebaut, sodass ihr es mit dem Schiff erreichen könnt. Ich kann euch hinbringen. Ja, bitte. Do it. Oh, nee, 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 nicht zum Auskei. Warte mal. Ach so, wir können... Aber dann kommt doch die Animation, ne? Warte mal, ich muss überlegen. Oh, dammit. Wohin gehe ich? Okay, Leute, ich überlege mal, wohin ich gehe. Und dann sehen wir das erst im nächsten Part von Suikoden 5. Also bis dahin. Bye-bye.